Okay, das ist natürlich eindeutig, aber warum finde ich den Eingang nicht? Aha, wen haben wir denn da? WTF, was ist denn das für eine Waffe? So, jetzt aber. Ach, da geht's rein. Mann, bin ich blöd, ohne Witz. Ja, jetzt mach selbst mal am besten noch. Also das war jetzt ein bisschen komisch, der redet zu zwei Sachen gleichzeitig und ich krieg nichts mehr. Hä, was steht denn die ganze Zeit? Ach so, das wieder. Komische nach rechts lehnen. So, jetzt aber. Also manchmal habe ich so ein Gefühl, die Waffe schießt nicht so genau auf den Laserpointer, beziehungsweise der Laserpointer ist manchmal nicht, ne, der Laser, die schießt schon auf den Laserpointer irgendwie, aber der Laserpointer ist nicht komplett genau so. Also er bewegt sich manchmal leicht komisch. Warum habe ich da Angst? Und jetzt so schnell wie möglich rausgehen. Sel hat das Ganze durch die Brücke gedreht und ist unterwegs, um es zu untersuchen. Warum sehen die mich, aber ich sie nicht? Nee, ich brauche keine normale Scarab. Ich finde meine Stealth echt schön. Ja, dann kann ich da irgendwie rüberklettern. Oder ich muss, na, ich muss dann doch irgendwie einen anderen Weg finden. Ah. Da. Aha. Ich hoffe mal, ich habe hier alle getötet. Jetzt
Okay, hier habe ich wieder Licht, das ist gut. irgendwie leicht komisch. Man hat den Strom abgeschaltet, aber der Aufzug funktioniert wunderbar. Was heißt, man schaltet den Strom für das Gebäude ab, aber der Aufzug bekommt den Strom von woanders her. Das ist natürlich geil. Ja, vielleicht hat der, was weiß ich, für einen Notstromgenerator. Ich meine, Aufzug, dass der funktioniert, ist wichtig. Ich will ja nicht, dass da irgendjemand drin feststeckt. Betritt das Pförtner-Tarnfeld aktiviert. Wo ist denn das überhaupt da hinten? Wie weit weg? Okay. Ich hoffe mal, das war eindeutig. Irgendwo ist hier noch einer. Ach so, da oben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das da hinten ist das Pförtnerhaus, denke ich mal. Muss ich hier... Ah, da hinten gibt es einen Ausgang. Dann passt das. Den Lufttritt habe ich jetzt auch noch nicht benutzt. Okay, jetzt muss ich das hier irgendwie... Toll. Und das hier auch töten. Sehr geil. Kann bestimmt einen alternativen Weg durchs Wasser nehmen. Ich kann alles sagen.
Mit Anzug. Ein verdammter Mann mit Anzug. Bam, bam, bam. Boah. Tötet mich, falls ihr könnt. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ich bin der Unverwundbare. Schon leicht ironisch, er verlangt von seinen Männern, dass die mich irgendwie töten, dass sie die Eier dazu haben sollen, und selber sperrt er sich ein. Jetzt machen sie ernst, er will ihnen ihr Geld wegnehmen. Er will meinen Kopf, ich will seinen Kopf. Warum tauschen wir nicht Köpfe? Erschießen. Erschießen. Ja, ich bin ein verdammter Mann mit Anzug. Wie oft noch? Was ich nicht leiden kann, ist, wenn ich eindeutig überlegen bin und da einfach immer wieder Leute kommen. Für die Gesellschaft. Das war jetzt doch knapper, als ich wollte. Hä, was ist das? Warum leuchtet das noch rot? Das ist die typische Stelle für eine Pause und ein bisschen trinken und Snacks. Tja, was nehmen wir denn heute? Der Automat ist kaputt, das ist unfair. Puh, Panzermodus aktivieren. Aha, nicht schlecht. Lol. Und jetzt bringen wir sie rein. Ihr habt ja jetzt den Eingang zu brechen. Und so schnell wie möglich. Wisst ihr, was ich jetzt komisch finde? Warum wollen die mich doch töten? Ich habe ihren Arbeitgeber erschossen. Die kriegen ihr Geld nicht mehr. Oder stehen die wirklich voll hinter dem, was der will? Ich dachte, die sind nur auf Geld aus. Aber wenn sie es so unbedingt wollen... Ich brauche keinen Gauss, irgendwas. Ich bin mit meinen Waffen voll zufrieden. Na komm.
Zeig dich gefälligst, dann komme ich halt hier rum. So wird das auch. Also ich muss sagen, manchmal finde ich die Waffe, also auf nahe Distanz bewegt sich der Laserpointer echt ein bisschen komisch. Aber auf die Distanz müsste eigentlich, wenn ich meine Maus wenigstens auf meinem Tisch gescheit bewegen könnte, ich brauche dringend ein Mauspad. Ich Failor, ich hätte die Waffe erst nachladen müssen. Na egal. Zu oft benutze ich das Snipergewehr zum Glück auch nicht, also leer war es jetzt noch nie. So. Nein. Ja, was für ein Hurensohn. Geschraubt, wir legen sie ihren Arsch zurück.